Herzlich willkommen zu unserer Talkshow Fingerzeig. Da sind wir wieder. Unser heutiges Thema ist ein Verband, den es hier in Deutschland gibt, ein ziemlich großer Verband. Der nennt sich Bundeselternverband Gehörloser Kinder. Der hat natürlich auch einen Vorstand und die Präsidentin ist gehörlos. Das ist zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte so. Sie engagiert sich sehr viel und wir haben sie heute eingeladen. Ihr Name ist Yvonne Opitz. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Schön. Dann habe ich gleich mal eine Frage zu deiner Familie, zu deinem Privatleben. Du hast drei Kinder, ganz unterschiedlich, gehörlos, schwerhörig. Dein Mann ist gehörlos. Wie sieht euer Alltag in der Familie aus? Also meine drei Kinder, die sind, wie du schon gesagt hast, sehr unterschiedlich. Also mein ältester Sohn ist 9 Jahre alt, der ist wirklich komplett gehörlos. Also man könnte auch sagen, der ist stocktaub. Und mein zweiter Sohn Lennart, der ist 7 Jahre alt und hochgradig schwerhörig. Aber er braucht auf jeden Fall auch zur Kommunikation Gebärdensprache. Also ohne Hörgeräte ist er einfach auch komplett gehörlos. Und meine Tochter Mara, die ist 6 Jahre alt und die ist leicht schwerhörig, spricht und nutzt aber auch Gebärdensprache. Ah ja, das ist ja ein schönes Bild. Bei euch in der Familie mit den Kindern ist sicherlich eine Menge los. Da schaffst du es trotzdem gleichzeitig noch, das Amt der Präsidentin zu übernehmen. Und ich meine, von Berufswegen bist du Lehrerin. All das kriegst du unter einen Hut, die Familie, Präsidentin sein und als Lehrerin arbeiten. Da habe ich mal die Frage, wieso hast du dich dafür entschieden, ja, im Vorstand dich zu engagieren, Präsidentin zu sein? Warum? Na, das ist schon eine gute Frage, also warum ich mich engagiere und da aktiv bin. Also es war so, dass ich schon seit 3 Jahren im Elternverband mitarbeite, aber eben nicht als Präsidentin, sondern so. Und dann hat Katja Belz nach 6 Jahren die damalige Präsidentin gesagt, dass sie gern das Amt abgeben würde und dass sie die Geschäftsstelle weiterführen will. Aber es brauchte halt jemand Neuen für das Präsidentenamt. Und erstmal war niemand in Aussicht. Und dann habe ich mich aber irgendwann entschieden, weil ich einfach gesagt habe, es ist total wichtig, dass gehörlose Eltern und auch hörende Eltern mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern, dass sie einfach eine Stimme haben und dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass dieser Verband nicht mehr existiert. Und klar, ich bin berufstätig, habe die Familie und habe viel zu organisieren, aber mein Herz schlägt einfach auch für den Elternverband und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der nicht mehr existiert. Und deswegen war klar, dass ich das Amt übernehme als Präsidentin. Und ich muss aber auch sagen, also ich bin da überhaupt nicht allein. Ich habe da eine ganz große Unterstützung vom Vorstand und ganz viele Helfer. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir das so gemeinsam so schön schaffen. Das ist toll. Du hast ja jetzt so insofern auch eine Vorbildfunktion. Also das hat ja auch Außenwirkung, dass du diese drei Sachen wirklich parallel schaffst. Da sagen bestimmt auch viele Hut ab dafür. Die Vorstandswahl war ja vor einem Jahr. Wir beide schauen uns jetzt mal ein Bild an, wer eigentlich zum aktuellen Vorstand gehört. Ja, da hat man jetzt ja einige Leute gesehen. Vielleicht kannst du kurz vorstellen, wer mit dir gemeinsam im Vorstand aktiv ist. Ja, also das sind unter anderem Marion Nistor, Sven Kermer, Susanne Puffan, Kathleen Dunke und auch Martin Müller ist eine ganz wichtige Person, der ist für die Finanzen zuständig. Dann Katrin Pflugfelder, Annette Stirnkorb, Katja Belz, die hat weiterhin die Geschäftsstelle inne und dann eben Rainer Löhmann ist für das Protokoll zuständig.
Und was eben sehr schön ist, dass wir ein sehr gemischter Vorstand sind. Also wir haben 4 Gehörlose und 4 hörende Vorstandsmitglieder. Und zum Beispiel Ralf Wilm hat auch eine ganz besondere Rolle. Der ist für die FEDEPA-Vertreter, die ein europäischer Band für gehörlose Kinder und Jugendliche. Und da finden eben auch nicht nur in Duderstadt-Treffen statt, sondern auch in Italien oder Frankreich, aber dann eben nur alle 3 bis 4 Jahre. Und da hat einfach jeder so seine unterschiedlichen Aufgaben bei uns. Ah ja, im Vorstand sind ja auch Mitglieder eben mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und ganz unterschiedlicher Motivation. Die haben sicherlich auch alle Familie und sind in dem Sinne Betroffene, naja, das ist in Anführungsstrichen zu sehen, Betroffene, in dem Sinne, dass sie gehörlose oder schwerhörige Kinder haben, richtig? Ja, genau, das stimmt. Also es sind Eltern dabei, die haben gehörlose und schwerhörige Kinder und die natürlich auch parallel im beruflich, also einen Beruf haben, dass die Familie haben und die sich aber trotzdem total motiviert und engagiert im Verband einbringen. Und allein würde ich das gar nicht schaffen. Also es ist einfach total schön, auch andere gehörlose Eltern mit Kindern, die eigentlich gar nicht im Vorstand sind, von außerhalb, die mithelfen, wo ein ganz toller Austausch stattfindet. Das ist echt schön. Schön. Dann interessiert mich mal, der Verband hat ja in der Regel einmal im Jahr ein Treffen, das ist schon bekannt, in Duderstadt. Und bevor ich dazu weitere Fragen stelle, möchte ich zuerst den Zuschauern ein paar Bilder zeigen, damit sie sich vorstellen können, was eigentlich auf so einer Fachtagung stattfindet und was sie sich unter Duderstadt vorstellen können. Also hier Bilder von der Fachtagung des Elternverbandes. Ja, das waren ja 3 unterschiedliche Bilder. Einmal hat man die Zuschauer bei einem Vortrag gesehen, dann eine Gruppe bei einer Gruppenarbeit und dann das 3. Bild vom Jubiläum. Das war ja eine große Feier und da sah man, was das für eine große Gruppe ist, was für eine große Familie. Stimmt's? Ja, also normalerweise sind wir in Duderstadt, aber letztes Jahr zum 50. Jubiläum waren wir in Blossin, das ist in der Nähe von Berlin. Und das waren insgesamt waren 320 Teilnehmer dabei. Also in Duderstadt ist es immer ein bisschen kleiner, weil die Jugendherberge dort kleiner ist. Das sind immer so 220 Leute, die dabei sind. Aber es war einfach total schön. Also auf dem Bild sieht man ja auch, es sind total viele Kinder dabei gewesen. Und die waren gehörlos und schwerhörig und einige hörende Geschwisterkinder auch. Aber das, was sie eben alle gemeinsam hatten, war die Gebärdensprache. Und man sieht das immer total schön. Die Kinder kommen dorthin und fühlen sich total wohl, weil die das einfach auch nicht von zu Hause kennen. Dass so viele Kinder auf einem Haufen, die Gebärdensprache nutzen, die Gebärden. Das ist einfach ein totaler Austausch da und das ist ganz schön zu sehen. Also das ist wie so eine Tankstelle für die Kinder, wo die neue Energie aufladen können. Und oft ist es dann so, wenn die 4 Tage vorbei sind, sind die Kinder traurig und sagen, na, ich will noch mal kommen, ich will, dass es weitergeht, ich will für immer hier bleiben. Also es ist einfach ein ganz toller Zusammenhalt. Aber auch für die Eltern ist es super wichtig, der Austausch und dass sie neue Erfahrungen sammeln können. Das ist, ja. Ah ja, das heißt, der Elternverband widmet sich nicht rein der politischen Arbeit, dem Kämpfen für politische Ziele, wie es ja viele Verbände tun. Nein, es geht ihnen auch darum, die Mitglieder zusammenzuholen, um eben Austausch und eine Möglichkeit zur Identifikation zu geben, was ja ganz wichtig ist. Also, dass man eben mal sehen kann, dass es vielleicht auch ähnliche Probleme gibt unter den Mitgliedern. Aber dann nochmal zur Fachtagung. Da gibt es ja Vorträge und Workshops. Kannst du da noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was dort angeboten wird und was das Besondere daran ist? Ja, also klar, politische Arbeit ist eine Sache im Verband, aber eben die Tagung, die jährlich in Duderstadt stattfindet, die ist einfach auch ganz besonders. Und wir sehen da auch, die Eltern haben ganz hohen Bedarf an Austausch und sie können irgendwie sehen, die machen die gleichen Erfahrungen wie wir und können sich einfach ohne Druck öffnen. Da fließen manchmal auch Tränen oder es bricht was aus den Eltern raus, aber insgesamt ist es einfach immer sehr toll, die Stimmung, und ja, da blüht wirklich mein Herz auf. Und es sind auch immer viele spannende Vorträge,
die dort laufen. Also wir gucken dann einfach im Vorfeld, was brauchen die Eltern, was interessiert die. Und wir hatten zum Beispiel jetzt häufig schon das Thema Inklusion und merken jetzt auch, da haben die Eltern langsam genug von dem Thema und wollen auch einfach mal andere Themen machen. Und die greifen wir dann auf. Also zum Beispiel hatten wir schon Frühförderung oder zum Thema Kindergartenzeit. Und im Moment ist auch ein heißes Thema die Beratungsstellen. Also wir merken da einfach, da läuft was schief zum Teil. Und wir sehen da einen ganz hohen Gesprächsbedarf. Und die Eltern geben uns eine Rückmeldung, was sie sich so vorstellen. Das sammeln wir dann und gucken einfach je nach Bedarf, welche Referenten wir einladen können und planen das dann dementsprechend. Und das sind immer sehr spannende und wichtige Themen. Also wir hatten zum Beispiel auch schon mal das Thema CI oder Thema Gebärdensprache war auch schon mal dabei. Oder auch zum Thema Dolmetschen hatten wir schon mal Vorträge. Also es sind viele wichtige, unterschiedliche Themen. Das ist ja ein ganz breites Spektrum. Ich denke, das ist auch gut. Also ich sehe da auch den hohen Bedarf, so wie du es eben beschrieben hast. Also da wird es ja mit der Fachtagung auch noch lange weitergehen. Du hast ein schönes Stichwort gegeben, das Wort Inklusion. Wie sieht denn da die Sicht des Bundeselternverbands auf das Thema Inklusion aus? Seht ihr das positiv oder negativ oder eher ausgewogen? Gibt es da kritische Meinungen oder Anmerkungen von eurer Seite? Na, das Thema Inklusion ist schon immer ein sehr heißes, diskutiertes Thema, auch bei uns im Verband. Und wir merken einfach, dass da auch für die Eltern sehr hoher Austauschbedarf da ist. Und also ich würde sagen, es ist extrem wichtig, dass es beide Seiten gibt. Auf der einen Seite finden wir natürlich Inklusion toll, auch dass die Eltern die Möglichkeit haben, einfach sich zu entscheiden, ob sie ihr Kind in eine Gehörlosen- oder Schwerhörigen-Schule schicken oder auf eine Regelschule. Das ist einfach sehr toll, dass die Eltern da dieses Wahlrecht haben und dass es dank der UN-Konvention möglich ist, dass sie sich frei entscheiden können. Aber definitiv müssen einfach beide Schulen bleiben. Also wir stellen das immer wieder fest, also nur in Richtung Inklusion zu denken, das ist einfach zu einseitig. Das kann auf keinen Fall funktionieren. Es braucht die Gehörlosenschule oder Schwerhörigenschule als Ort der Identifikation und es kann nur diese Schule geben. Also es ist einfach auch wichtig, dass natürlich dann ein Gebärdensprachangebot dort stattfindet und wir sehen auch einige Schulen, bei denen fehlt dieses Angebot noch. Also da ist zum Teil die Entwicklung verschlafen worden. Alte Lehrer, die noch lautsprachlich unterrichten, die keine Gebärdensprache nutzen. Und ja, das ist natürlich auch nicht schön. Also eine solche Entwicklung. Zum Teil sagen Eltern dann auch so, naja, warum soll ich das auf mein Kind auf die Gehörlosenschule schicken? Da ist nicht mal ein Gebärdensprachangebot. Aber es gibt eben auch jungen Nachwuchs, der gebären kann, aber eben natürlich auch noch Lehrer, die nicht gebären können. Und dann sagen die Eltern, naja, dann schicke ich lieber mein Kind auf die Regelschule mit einem Gebärdensprachdolmetschern. Aber wir als Elternverband sehen es ganz klar, dass beide Schulen bestehen bleiben müssen. Also das stellen wir einfach immer wieder fest. Und gerade wenn dann zum Beispiel es in der Regelschule nicht klappt, dann geht eben immer noch, besteht die Möglichkeit, auf die Förderschule zu gehen. Hast du ja auch gerade ein schönes Bild gezeichnet, das die Diversität zeigt, dass es eben beide Wege gibt und diese unterschiedliche Angebote haben. Es stimmt, die Förderschulen, das kann man sehen, haben an einigen Stellen, an einigen Orten positive Entwicklungen gemacht, aber hauptsächlich im Südwesten Deutschlands sind sie in der Entwicklung noch ein bisschen zurück und da gibt es Nachholbedarf, da müssen sie noch mal intensiv nacharbeiten. Das ist ein wichtiges Thema, auf das ich jetzt aber nicht weiter eingehen möchte. Mich interessiert jetzt das Thema Integration. Dieser ganze Bereich ist ja noch ziemlich neu und insofern in den Kinderschuhen, vieles ist noch nicht klar. Es gibt eine Person, die sich in diesem Bereich ganz stark engagiert hat und ganz motiviert war und viele Eltern wenden sich auch an sie. Die Rede ist natürlich von Karin Kästner. Viele Eltern fragen nach und suchen Rat bei ihr, wenn sie ihre Kinder in einer Regelschule beschulen lassen wollen. Diese Entwicklung ist allgemein gut, aber es gibt auch viele kritische Stimmen. Denn das, was bisher existiert, konzentriert sich sehr auf die Sprache, die abgedeckt wird durch Dolmetscher, aber das gesamte Drumherum, das soziale Umfeld. Wenn also ein gehörloses Kind in die Regelschule geht, da ist noch nicht klar, wie das aussieht, sollen dafür auch Dolmetscher eingesetzt werden und dabei sein? Und wie sieht es aus mit der Identifikationsmöglichkeit für das Kind?
Wie ist da der Blick des Bundeselternverbands? Unterstützt ihr den Weg, wie er bisher begangen wurde, so wie sich das jetzt entwickelt hat? Oder habt ihr da Kritik? Was ist eure Meinung dazu? Also wir als Verband beobachten natürlich die Entwicklung und ganz klar, Karin Kästner hat enorm viel für gehörlose Kinder getan und auch für den Einsatz von Dolmetschern in Regelschulen, das definitiv. Aber wir sehen eben auch kritisch, dass es das Problem ist im Unterricht, wenn ein Dolmetscher nur zur Übersetzung da ist, dann ist es einfach nicht genug. Also da fehlt einfach das pädagogische Wissen, ein besonderer Umgang. Zum Beispiel, wenn jetzt das Kind eine Matheaufgabe nicht versteht, dann könnte die gehörlose Lehrerin, die hörende Lehrerin ihr einfach das erklären und verschiedene Wege zeigen. Aber die Dolmetscherin oder der Dolmetscher kann das eben nur übersetzen. Also da fehlt einfach die pädagogische Hilfe. Also es ist ja einfach ein Punkt, der fehlt. Und zum Beispiel auch auf dem Schulhof, wie du gesagt hast, da ist das Kind dann alleine. Also ich habe selber Berichte von Kindern gesammelt und da haben die mir eben auch erzählt, ja, ich bin dann auf dem Schulhof, da bin ich dann allein, kann mich nicht unterhalten, gar nicht. Und ja, manchmal ist die Dolmetscherin noch dabei und dann habe ich das Gefühl, meine Mama ist so ein bisschen mit da. Also das ist halt einfach wirklich nicht einfach. So die Identifikationsperson fehlt einfach. Und es gibt Beispiele, in denen es gut klappt, die rege Beschulung mit Dolmetschern. Aber es gibt eben auch ganz viele Beispiele, wo es nicht klappt, wo die Identifikation fehlt, wo es vielleicht im Unterricht ganz gut läuft, aber so zum Beispiel in der Mittagspause oder auf dem Schulhof, das ist einfach zu wenig, das fehlt einfach. Mhm. Gut, da möchte ich dann mit einer Frage anknüpfen. Was würdest du sagen, welche Bedingungen braucht ein Kind, damit die Beschulung, die integrative Beschulung mit Dolmetscher in einer Regelschule glücken kann? Was muss das Kind mitbringen, bevor es auf diese Art in der Regelschule beschult wird? Was muss es schon haben? Was muss es verinnerlicht haben? Also jedes Kind ist natürlich erstmal anders und hat andere Bedürfnisse, braucht andere Dinge. Kinder haben unterschiedlichen Charakter und eine unterschiedliche Identität, aber ich würde sagen, damit Inklusion wirklich erfolgreich funktionieren kann, muss es einfach in der Schule Leute geben, die eine positive Einstellung zur Inklusion haben, die das wirklich wollen und die das gehörlose Kind oder schwere Kind auch willkommen heißen. Und wenn da so ein Lehrer ist, der sagt, ach Mensch, da kommt schon wieder so ein schwieriges Kind, das kann ich hören und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, also dann ist es schwierig. Also es muss einfach vorher im Vorfeld klar sein, dass die Schule das wirklich will und dass sie auch darauf vorbereitet ist. Also ich denke einfach, wenn klar ist, dass so ein hörgeschädigtes Kind an die Schule kommt, dann sollte im Vorfeld da schon ein Kontakt mit Gebärdensprache sein, das Kennenlernen, auch mit dem Kind zusammen das einzubeziehen, Gebärdensprachkurse anzubieten, auch für hörende Kinder, dass sie einfach DGS-Kurs wirklich für alle hörenden Kinder anbieten, dass sie Gebärdensprache lernen und auch mit dem Kind zusammen daran an der Situation wachsen und eine Kommunikation da ist. Aber das muss eben schon vorher passieren und dann ein gemeinsamer Prozess und ein gemeinsames Wachsen daran stattfinden. Gut, du hast jetzt schon mehrere Punkte genannt. Es ist wichtig zu schauen, was das Kind braucht, aber ganz wichtig ist auch zu sagen, nicht das Kind muss sich allein an der Schule anpassen, sondern auch die Schule sich an die Bedürfnisse des Kindes. Also das ist dann so eine Wechselwirkung und so kann man einen gemeinsamen Weg finden. Gut, du hast auch schon einiges zum Bundeselternverband erzählt, aber wie sieht eigentlich die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden aus? Mit wem arbeitet ihr noch zusammen? Und sind das ausschließlich Verbände oder vielleicht auch Institutionen oder Einrichtungen, mit denen ihr stark und viel zusammenarbeitet? Kannst du dazu vielleicht noch was erzählen? Ja, also meine Erfahrung, dass im Moment viele Verbände Interesse haben, also zum Beispiel mit dem Gehörlosenverband haben wir zusammengearbeitet, jetzt aktuell mit der Uni Landau. Und zum Beispiel auch die DFGS, vom DFGS, also die Lehrer dort, dass wir dort einen Austausch haben. Und wir werden einfach oft gefragt, ob wir auch Berichte schreiben können. Also wir sind ja so eine Anlaufstelle für Ratsuchende und werden eben immer wichtiger. Also sind gefragt und sind Experten für gehörlose Kinder. Also ich merke einfach, dass es immer mehr wird
Und das ist sehr schön zu sehen für mich. Also ich habe das Gefühl, endlich werden auch mal die Kinder gefragt und ist deren Meinung gefragt. Und vorher war das einfach sehr viel bevormunden oder über gehörlose und schwerhörige Kinder zu sprechen. Ah, die anderen meinen es besser zu wissen. Und jetzt werden Eltern und auch die Kinder gefragt. Und das ist toll. Das stimmt. Der Elternverband ist nicht zuletzt jetzt auch noch ein bisschen bekannter durch unsere Sendung, aber stimmt, der ist auch insgesamt einfach gar nicht mehr wegzudenken. Ich denke auch, die Vorträge eurerseits an verschiedenen Stellen sind gut angekommen, aber mit wem habt ihr denn mehr Kontakt? Mit einfachen Leuten, mit Eltern oder auch mit Fachleuten? Wie sieht das aus? Wie ist da euer Netzwerken zu verstehen? Also wir sind auf jeden Fall auch mit vielen Fachleuten im Kontakt, also zum Beispiel Claudia Becker aus Berlin oder aus Heidelberg, Professor, wie heißt er nochmal? Aus Heidelberg, ich denke, du meinst bestimmt Manfred Hintermeier. Ja. Hintermeier, genau. Genau, auch ich bin wirklich auch erstaunt, dass jetzt einfach viele uns anfragen und auch Lehrer zu uns Kontakt aufnehmen und an unserer Meinung interessiert sind. Und ich denke, das ist auch wichtig. Gut, also soweit zum Networking. Dann nochmal zur Verbandsarbeit. Gibt es da vielleicht Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind, die nicht gut geklappt haben, Fehler, aus denen ihr gelernt habt? Gibt es da vielleicht Situationen, die früher nicht so gut gelaufen sind und jetzt aber besser laufen? Denn das ist ja eine lange Entwicklung, bis das so läuft, wie es jetzt läuft, bis ihr da angekommen seid, auf dem Stand, wo ihr jetzt seid. Kannst du dazu was erzählen, sofern du selber weißt, wie das in der Vergangenheit war? Also so ganz genau kann ich da jetzt nichts erzählen, weil ich ja erst frisch dabei bin. Also wir hatten ja das 50-jährige Jubiläum und es ist auf jeden Fall so, dass Katja Belz, die ja lange Präsidentin war und davor auch Lothar Wachter, dass durch die beiden einfach viel Bewegung da reingekommen ist. Und warum das so lange gebraucht hat, bis das die Aufmerksamkeit gekriegt hat. Also ich glaube einfach, dass im Vorfeld der Verband nicht richtig ernst genommen wurde, dass es so hieß, ja, die gehörlosen Kinder mit ihren Eltern, also ja, was haben die schon zu sagen? Und jetzt sieht man aber, es ist eine Fachkompetenz da, es gibt total viele Anmeldungen für die Tagung und da ist einfach ein sehr großer Wissensschatz da, auf den man zurückgreifen kann. Und wir werden einfach jetzt ernst genommen und da muss ich auch sagen, hat Katja Belz viel bewegt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ach schön, das ist ja auch ein ganz großes Lob für Katja Belz, die sich sehr engagiert hat und jetzt ja auch Ehrenpräsidentin ist. Ne? Ja, also die hat ganz, ganz viel gemacht und geleistet. Gut, dann hoffe ich, dass es mit dem Bundeselternverband weiter so gut läuft. Ich meine, es ist immer ein Auf und Ab. Es gibt gute und schlechtere Zeiten, aber es gibt ja auch ganz viele Anhänger des Verbandes, ganz viele Eltern, für die der Verband ganz existenziell ist. Wenn die diese Anlaufstelle nicht mehr hätten, würde wirklich was fehlen. Gut, die Sendung geht langsam dem Ende zu. Ich habe noch mal eine Frage oder eine Bitte an dich. Gibt es letzte Worte oder eine Botschaft, die du den Zuschauern zukommen lassen möchtest? Eine Überlegung, von der du sagst, alle Zuschauer sollen die wissen, sollen sie kennen und im Hinterkopf behalten? Wenn ja, dann ist jetzt die Möglichkeit, die zu nennen. Ja, ich habe eigentlich zwei Dinge, die ich gern loswerden würde. Also zum einen, Inklusion bedeutet nicht, dass das Kind sich an die Schule oder an die Gesellschaft anpassen muss, sondern dass eben andersrum geschaut wird, was braucht das Kind und sich daran angepasst wird. Und zum Zweiten, also einfach ganz klar, es lohnt sich einfach für gehörlose Kinder zu kämpfen und weiterzumachen und sich nicht von Ärzten oder anderen bevormunden zu lassen, sondern es lohnt sich zu kämpfen, ja, das von meiner Seite. Schön. Ich danke dir für diese Botschaften und für die starken Worte. Gut, dann ist jetzt gleich die Sendung tatsächlich zu Ende. Aber bevor es soweit ist, habe ich noch eine Bitte, liebe Zuschauer. Es gibt die Möglichkeit, an uns als Macher dieser Sendung Lob und Kritik zu richten. Und dafür sendet doch bitte eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse.
Das gibt uns die Möglichkeit, uns und die Sendung zu verbessern. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses Interview führen konnte, dass Yvonne Opitz hier war. Wir haben jetzt Sommerpause. Das heißt, demnächst gibt es keine Sendung, aber ab Herbst gibt es dann neue Ausgaben von Fingerzeig. Okay? Tschüss!